Gut, meine Damen und Herren, das war eine interessante Anhörung. Zunächst müssen wir feststellen, dass die jahrelange Praxis des Bundesnachrichtendienstes offenkundig verfassungswidrig war. Das zeigt die Verletztheit des Artikels 10, den uns heute praktisch alle Sachverständigen bestätigt haben, dass das die letzten Jahre vorlag. Man muss sagen, dass die Große Koalition hier offenkundig in einen verfassungswidrigen Gesetzentwurf reinsteuert und dass die wesentlichen Fragen, die nach Snowden es zu lösen galt, dass die nicht beantwortet wurden in diesem Gesetzentwurf, und zwar sowohl im Hinblick auf die Betroffenheit des Artikels 10, der Privatsphäre bei der Kommunikation, als auch im Hinblick auf eine effektive parlamentarische Kontrolle. Und da kann man nur sagen, so im Hauruck-Verfahren, wie die Große Koalition das versucht, dieses wesentliche Gesetz hier durch den Deutschen Bundestag zu peitschen, so kann man es nicht machen. Wir brauchen eine gründliche Beratung. Es sind ganz sensible Grundrechtsfragen, die hier betroffen sind. Und deswegen können wir nur hoffen, dass sowohl die Union als auch die SPD-Fraktion aus dieser Anhörung ihre Schlüsse zieht und das Ganze in ein geordnetes Verfahren überbringt. Vielen Dank.